idyllisch, naturnah, immer an der Iller entlang, der Iller-Radweg, ein Paradies für Radfahrer. Schlamm und tiefe Pfützen, der Iller-Radweg in der Kritik. Der Schotterweg, an manchen Stellen wie hier bei Kempten eine Schlammpiste, sagen Kritiker. Für Mountainbiker ein Erlebnis, für Alltagsradler aus der Region wie Lutz Beuker jeden Tag ein Hindernis. Das ärgert mich natürlich schon, weil Radfahren ist ja mein Leben, kann ich so sagen. Und dann denke ich immer, ja, warum tut sich da nichts? Seit 10 Jahren wird darüber diskutiert, wird im Stadtrat von Kempten darüber geredet, in anderen Gremien, und es tut sich nichts. Lutz Beuker möchte, dass sich das ändert. Deshalb haben er und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub abends zum Radlerstammtisch eingeladen. Sie möchten Antworten. Von Erik Siemen von der Allgäu GmbH, die in der Projektgruppe Illerradweg ist und ihn touristisch vermarktet. Warum tut sich nichts und wer ist zuständig für den Weg? Halt jeder, dem halt ein Abschnitt an irgendeiner Stelle gehört. Und das wissen die teilweise selber nicht, welcher Abschnitt das jetzt ist. Das heißt, je nachdem, um welche Stelle es geht, sind unterschiedliche Akteure zuständig. Zum Beispiel Städte, Landkreise, private Grundstücksbesitzer, aber auch die Wasserwirtschaftsämter. Für die blauen Wegteile auf dieser Karte ist beispielsweise das Wasserwirtschaftsamt Kempten zuständig. Karl Schindele leitet die Behörde. Was sagt er zur Kritik, dass die Stellen nicht ausgebessert werden? Da passiert sehr viel. Wir investieren jedes Jahr ein paar 10.000 Euro, gerade in diesem Bereich hier. Aber da ist der Baugrund ganz schlecht oder der Untergrund. Eigentlich fast jedes Jahr sackt dann der Weg wieder ein bisschen runter. Und da sind halt Schäden da und die müssen wir immer wieder beheben. Sind wir zurzeit auch gerade dran. Aber wir können nicht alles gleichzeitig beheben. Gerade nach dem Hochwasser haben unsere Fußmeisterstellen sehr, sehr viel zu tun. Und da müssen wir halt auch Prioritäten setzen. Zurück zum Stammtisch. 2 Stunden lang haben Lutz Beuker und die anderen miteinander diskutiert. Ergebnis? Das ist der erste Schritt. Man hat das gesehen, es ist kompliziert, die Gemengelage. Und das braucht einen langen Atem und dicke Bretter bohren. Aber ich glaube, das war ein guter Anfang. Lutz Beuker hat erste Antworten bekommen. Er hofft, dass bald alle Parteien zusammenkommen, um Lösungen zu finden.